Der, den du willst, der will dich nicht. Und der dich will, den willst du nicht. Kennst du das? Und vor allen Dingen, willst du das ändern? Dann bleib bis zum Schluss dran. Aber zuallererst einmal alles Gute zum Muttertag. Und ganz egal, ob du Männlein oder Weiblein bist. Alles Gute zum Muttertag, denn heute geht es um die Mutter in dir. Und meine These ist, die Mutter in dir ist zu 50% daran schuld, ob es in deinem Liebesleben klappt oder nicht. Und deshalb ehre deine Mutter und zwar an jedem einzelnen Tag. Ich probiere ein bisschen was aus. Das heißt, es kann sein, dass ich einen Fehler mache heute. Ich habe hier nämlich eine neue Technik und mir macht es riesig Spaß. Deine schrecklich nette Familie. Ich möchte dir ein Konzept von deinem Ego geben. Für mich besteht das Ego aus drei Teilen, aus Vater, Mutter, Kind. So, du hörst viele Coaches und viele Therapeuten vom inneren Kind sprechen. Ich möchte dich für deine schrecklich nette Familie sensibilisieren, für den Animus, den inneren Vater, für die Anima, die innere Mutter, um die geht es heute und natürlich hier für den kleinen Hosenscheißer da hinten, egal ob du jetzt ein Junge oder ein Mädchen bist, für Kevin oder Kevine, Sven oder Svenja, die meistens allein zu Hause sind. Heute ist Muttertag und heute nehme ich die Mutter dran. Also ich möchte, dass du deine mütterlichen Talente, deine mütterlichen Geschenke, die du hast, egal ob du Vater oder Mutter bist, dass du die ehrst und dass du die wieder integrierst. Und wir fangen mit dem ersten Aspekt deiner inneren Mutter an. Bedingungslose Liebe. Was bedeutet bedingungslose Liebe, wenn es hier nicht um deinen Liebsten, nicht um deine Dualseele, deinen Seelenpartner, sondern um dein inneres Kind geht? So, wenn du unglücklich bist, wenn dir etwas in deinem Leben nicht passt, wenn du was ändern möchtest, dann bist du mit deinem inneren Kind gerade unglücklich oder dein inneres Kind ist unglücklich. Und jetzt geht es darum, dieses Kind bedingungslos zu lieben. Und bedingungslose Liebe ist eine Qualität der inneren Mutter. Das heißt, du wirst da sein für das Kind, du wirst es imaginär in die Arme nehmen. Aber du wirst nicht versuchen, die Emotionen dieses Kindes zu ändern, sondern du wirst es lieben. Egal, ob es gerade trotzig ist, ob es mit Gegenständen nach dir wirft, ob es da draußen deinen Seelenpartner verflucht, ob es die 500. SMS schreibt oder was auch immer. Bedingungslose Liebe bedeutet, dass du dein inneres Kind und damit dich genauso annimmst und liebst, wie du gerade drauf bist. Und in tollen, guten Tagen ist das total einfach. Da wirst du himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, himmelhochjauchzend wirst du durch die Gegend springen und wirst sagen, ich liebe mich selbst, ich liebe mich selbst. Aber wie ist es an den Tagen, wo du zu Tode betrübt bist? Kannst du da dieses innere Kind lieben? Und wenn du dir vorstellst, dass dieses innere Kind vielleicht immer mal wieder so traurig wäre, könntest du es dennoch imaginär in deine Arme schließen. So darum geht es bei diesem Geschenk, bei diesem Aspekt der inneren Mutter. Fülle, kommen wir zum zweiten Punkt. Du siehst schon, da hinten ist alles voll mit, hier sind es Kürbisse. Gehen wir einfach mal zu der Vorstellung, dass dein inneres Kind dir sagt, wenn ich diesen Seelenpartner nicht kriege, dann kommt da niemand mehr. Ich weiß das ganz genau. Ne, 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 ne. So,
Das andere Kind hat, weil es von dir noch nicht bedingungslos geliebt wird, erster Aspekt, das Gefühl, es braucht diese Liebe von diesem einen Menschen. Da kommt keiner mehr, den es genauso lieben kann. So das innere Kind ist eben in dieser Annahme, in diesem Programm verhärtet. Wenn du eine gute Mutter bist für dieses innere Kind, dann wirst du deinem inneren Kind die Fülle da draußen zeigen. Das heißt, du kannst dich, wenn es wieder erlaubt ist, aber draußen sind ja die Restaurants offen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, hier in der Schweiz. Setz dich irgendwo hin mit deinem inneren Kind und dann guck dir Menschen an. Paare, Singles. Und es geht nicht darum zu sagen, na, aber der ist ja schon verheiratet, sondern einfach nur deinem inneren Kind zu zeigen, die Vielzahl an wunderschönen Menschen, die es da draußen gibt. Du kannst auch einfach deine Lieblingsstars googeln und dir einfach mal Eigenschaften aufschreiben, die dir an Menschen gefallen. Da draußen sind 7,5 Milliarden Männlein und Weiblein, also die Hälfte davon sind männlich und davon gibt es ganz viele Singles. Also es ist genug da und es ist ein Irrglaube deines inneren Kindes, dass da kein anderer Mann oder keine andere Frau, je nachdem, auf wen du stehst, mehr kommen soll. Hingabe, ein tolles Wort. Und Hingabe ist natürlich erstmal einfach, wenn es um etwas geht, was du gern machst. Also ich zum Beispiel habe mich hier gestern mit dieser Technik beschäftigt. Ich hatte echt Spaß, hier alles auszuprobieren. Also da habe ich mich hingegeben. Ich habe zum Beispiel Mühe, mich hinzugeben, wenn es um Buchhaltung geht, um meine Buchhaltung vom letzten Jahr, die ich immer noch nicht ganz fertig habe. Das ist für mich etwas, wo ich an Hingabe arbeiten kann. Also hier geht es um die Dinge, die du nicht magst. Wenn du dich deinem inneren Kind hingibst, dann geht es erstmal natürlich um die Scheißsituation, in der dieses innere Kind gerade steckt. Das heißt, es kriegt gerade nicht den Lolli, den es will. Es ist gerade nicht mit der Dualseele zusammen oder der Herzensmensch will nichts von diesem Kind oder zumindest will nicht mit dir und damit mit dem trotzigen, verletzten, traurigen oder auch einsamen inneren Kind in eine Beziehung gehen. Warum? Weil du als Mutter versagt hast, du als Mutter. Und ich rede nicht von deiner leiblichen Mutter. Die wird dir Hinweise geben, aber hier geht es um dich. Das heißt, gib dich diesem kleinen Floh in dir wirklich hin. Lenk dich nicht ab. Versuche nicht schon wieder über deinen Seelenpartner nachzudenken, sondern gib dich dem Zustand deines inneren Kindes jetzt hin. Denke nicht, oh, es wäre so schön, wenn. Nein. Jetzt ist dein Kind vielleicht einsam. Jetzt ist es vielleicht verzweifelt. Jetzt hat es vielleicht die Hosen voll. Jetzt hat es vielleicht Hunger. Und jetzt kriegt es vielleicht gerade nicht das, was es will. Aber du bist da für dieses Kind. Du gibst dich hin. Du nimmst es eben an, wie es gerade ist. Du nimmst es hin und du gibst dich hin. Da kriege ich gleich Appetit. Nahrung. Wenn ich von Nahrung spreche, dann meine ich natürlich da die unglaublich leckeren Windbeutel. Also ich liebe Windbeutel. Das heißt, es geht um körperliche Nahrung für dein inneres Kind. Es geht aber auch um geistige Nahrung oder auch um seelische Nahrung. So, ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz, was seelische Nahrung ist. Körperliche Nahrung ist klar. Du kochst deinem inneren Kind sein Lieblingsgericht oder du kaufst ihm sein Lieblingseis oder seinen Lieblingswindbeutel oder seinen Lieblingsschokoladenkuchen. Geistige Nahrung. Du guckst mit deinem inneren Kind seinen Lieblingsfilm. Und wenn es zum 150. Mal Cinderella ist, guck Cinderella. Wenn es auf einen Actionfilm steht oder meinetwegen auf Harry Potter, Herr der Ringe, keine Ahnung, oder auf einen anderen, vielleicht auch kämpferischen Film, scheißegal. Dein inneres Kind hat
am Tag der Nahrung, also ich würde dir auch raten, diese Aspekte an Tagen einzeln anzugehen. Gib deinem inneren Kind an diesem Tag der Nahrung, was es sich wünscht. Es darf sich auch Liebesfilme reinziehen und es darf auch dabei heulen. Es darf geistige Nahrung nach seinem Gusto bekommen. Seelische Nahrung. Für mich seelische Nahrung, Gefühle, das heißt, die Seele wünscht sich, das habe ich in einem anderen Video mal erklärt, wünscht sich jeden Krümel an Gefühl. Ich verlinke es hier nochmal, das letzte Video. Wenn du dir die letzten 8 Minuten reinziehst, weißt du, was ich meine. Wenn du der Seele gut tun möchtest, dann gibst du ihr Gefühl. Das heißt, an diesem Tag fühle möglichst intensiv. Wenn du isst, dann stopf das Zeug nicht einfach rein, sondern lass es dir im Munde zergehen. So, stell dir vor, das wäre der letzte Windbeutel, das letzte Stück Schokolade in diesem Leben. Du könntest ab morgen nichts mehr schmecken. Wie würdest du essen? Film, stell dir vor, du wärst ab morgen blind. Wie würdest du den Film ansehen? Wie würdest du dein Haustier ansehen? Wie würdest du die Natur da draußen einsaugen und fühle das? Also das heißt, hier geht es um eine extra Ladung an Gefühl und dein inneres Kind wird es dir danken. Emotionalität. Wenn ich von emotionaler Tiefe spreche, dann meine ich die emotionale Kraft, die in die Tiefe geht. So auch der Animus hat natürlich Emotionen, aber die Frau per se, die Anima, ist in der Lage, viel tiefer zu gehen. Das heißt, sie kann aus jedem Gefühl viel mehr rausholen. Das heißt, sie kann die Gefühlszitrone am allerbesten ausquetschen. Das wird dem Animus so gar niemals gelingen. Das heißt, wenn du vielleicht bei der Nahrung, beim vorherigen Aspekt einfach versucht hast, überhaupt erstmal wirklich zu genießen, um die Gefühle zu fühlen, kannst du, wenn es um emotionale Tiefe geht, das vorherrschende Gefühl benutzen, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Das heißt, wenn du gerade wütend bist, dann öffne dich für diese Wut. Tauche in dieser Wut nach unten. Vielleicht ist es aber eine Traurigkeit, aus der du eigentlich auftauchen möchtest. Aber etwas in dir bleibt gelassen und lässt sich tiefer sinken. Also du ergründest quasi die Emotion deines inneren Kindes. So stell dir vor, die Emotionen deines inneren Kindes wären dieser Ozean da hinten. Und du bist die Anima und du tauchst so tief du kannst. Du stattest dich mit Sauerstoffgeräten aus und du tauchst in die Tiefe dieser Emotion, egal ob das Meer gerade ruhig ist oder ob es gerade total tost. Du weißt, dass du deinem inneren Kind damit dienst. Beschützen. Ich glaube, dass das Bild da hinten für sich spricht, die Henne, die ihre Küken unter ihren Fittichen hat. So stell dir vor, da ist dein inneres Kind und wie es ihm auch geht, ob es gerade von draußen kommt vom Spielen, hat sich die Knie aufgeschlagen und es hat eine Rotznase oder es ist voll mit Schokolade verschmiert oder es hat gerade von einem Freund oder von einer Freundin eine gefangen oder es ist versetzt worden von einem anderen Freund. Wir reden zum Beispiel vom Seelenpartner. Dein inneres Kind ist traurig, weil es sich gerade verlassen fühlt von einem Lieblingsmenschen. Aber du denkst in diesem Moment nicht an dich. Du denkst auch nicht an den Seelenpartner, sondern nur denkst an dieses innere Kind und damit natürlich auch wieder an dich.
Du nimmst dieses innere Kind unter deine Fittiche und du lässt es einfach sein, wie es ist. Du gibst ihm Wärme, du beschützt es. Du bist die Kluge. Und nochmal, egal ob du Männlein oder Weiblein bist, du hast diese innere Mutter in dir. Emotionales Fließen oder auch Flow. Du siehst da hinten eine Frauenskulptur, die hat fließt, es fließt aus den Brüsten das Wasser und Wasser aus ihrem Schoß. Stell dir vor, du stellst dich als Gefäß für die Emotionen zur Verfügung. Du hältst keine Emotion mehr fest. Das bedeutet, du schaust deinem inneren Kind wie ein Zuschauer zu, so dein inneres Kind ist vielleicht auf der Bühne des Lebens. Vielleicht tobt es, vielleicht lacht es gerade, vielleicht ist es überglücklich und ausgelassen und dann wieder wütend oder es schluchzt, es ist absolut traurig. Und du als Mutter fühlst natürlich mit. In die Emotionen deines Kindes berühren dich. Du versuchst nicht, dieses Kind zu trösten in dem Moment, sondern du versuchst, die Emotionen durch dich durchfließen zu lassen. An dieser Stelle nochmal, dein inneres Kind und du, ihr seid eins. Das heißt, wann immer du Wut spürst, wann immer du Trauer spürst, wann immer du Freude spürst, wisse, diese Emotion geht vorüber. Es gehen die schönen Emotionen vorüber und es gehen die Scheißemotionen vorüber. Was bleibt, ist der Fluss der Emotionen. Aber ich könnte jetzt sagen, die Wasserqualität verändert sich. Die ist mal ganz still und sanft und vielleicht glasklar und dann wieder tobend und wild. Und du stellst dich wie die Dame hier als Gefäß für die Emotionen zur Verfügung. Du stellst deinen Körper diesen als für diese Emotionen zur Verfügung und du lässt die Emotionen durch dich fließen, ohne sie verändern zu wollen. Und das ist emotionales Fließen. Du gehst mit und du drückst dich vielleicht sogar in den Emotionen aus. Hier geht es aber darum, nicht ins Drama zu gehen, sondern sanft dich mitfließen oder mitgleiten zu lassen. Du kannst dich im Tanz ausdrücken, wenn du gerade eine Emotion ausdrücken möchtest oder in einer spontanen körperlichen Bewegung, die dein Körper dir gerade vorgibt. Emotionales. Worum geht es da? Vielleicht hast du gehört, dass manche Leute sagen zumindest, dass wenn du etwas immer wieder denkst, immer wieder denkst, immer wieder denkst, dass das wahr wird. Und das ist die männliche Art des Manifestierens. Das ist der Animus. Der manifestiert über die mentale Kraft, über die Gedanken. Das Weibliche manifestiert über die Emotionen. Also man könnte sagen, wenn du immer wieder ein Gefühl fühlst, immer wieder das Gleiche oder das versuchst festzuhalten, dann manifestiert sich das im Außen. Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich ist das emotionale Manifest eine Bündelung aller Gefühle. Das heißt, wenn ich alle Gefühle im Schrank habe, also nicht alle Tassen im Schrank, sondern ja, alle Gefühlstassen im Schrank habe, wenn ich jedes Gefühl immer wieder fühlen kann, dann manifestiere ich Liebe. Ich habe mit Absicht da hinten einen Blitz eingefügt und nicht dieses Friede, Freude, Eierkuchen, Gefühl und keinen Regenbogen hätte ich machen können, weil ich dich hier an diese Scheißgefühle erinnern möchte, die immer wieder kommen. Du brauchst diese Emotionen, um glücklich zu sein. Sammle jedes Gefühl, sieh jedes Gefühl als Schatz und so manifestierst du Liebe. Integraler Blick. Was bedeutet das?
Ich habe hier als Bild so einen Frauenkopf ausgewählt, der nach oben hin offen ist. Also wenn ich jetzt mal so aus dem Bild gehe, es ist noch eine Lampe hinten. Frauen oder das Weibliche hat dem Männlichen etwas voraus. Multitasking zum Beispiel. Warum ist das nötig? Warum ist das als Mutter nötig? So, wenn eine Mutter viele Kinder hat, die vielleicht auch noch unterschiedlich alt sind. Das eine ist gerade draußen beim Spielen. Haut das Nachbarkind gerade dem einen die Schippe über den Kopf. Das muss das Kind im Blick haben. Das andere Kind macht gerade Schulaufgaben, braucht von der Mutter was. Der Mann kommt nach Hause und will einen Knopf angenäht haben. Das nächste Kind ist gerade geboren, das stillt sie und nebenbei kocht sie noch Essen. Es ist ja schön und gut, wenn dir jemand sagt, mach alles nacheinander. Wenn du eine Großfamilie hast, ist es nicht möglich. Das heißt, die Mutter braucht. Die Anima braucht den integralen Blick, dass die Orientierung am Gesamten, also sie muss das, die muss die ganze Familie, sie muss den Überblick haben. Und ich nenne das integralen Blick, weil die Mutter entscheiden muss, was ist jetzt gerade wichtig? Also muss ich jetzt draußen zu dem Kleinen oder der gerade hingefallen ist, oder ist das nicht so schlimm und ich muss zur Tür gehen, weil es geklingelt hat, was auch immer. Und das ist eine Qualität. Das heißt, du beobachtest dein inneres Kind und du weißt ganz genau, wann es Zeit ist, einzugreifen. Wann es Zeit ist, diesem Kind vielleicht zu verbieten, ich sag's jetzt mal, sich nochmal beim Seelenpartner zu melden oder ein weiteres Treffen mit dem Seelenpartner anzuberaumen. Weil du hast es, wenn es um Sucht geht, immer mit dem inneren Kind zu tun. Was glaubt, etwas zu brauchen, weil Mutter und Vater, innere Mutter und innere Vater nicht präsent sind. Das heißt, in diesem Falle würdest du dich um dieses Kind kümmern und würdest ihm auch zum Beispiel Stubenarrest geben. Es darf nicht raus. So, du zwingst dieses innere Kind drin zu bleiben. Du hast den integralen Blick. Du weißt, wann ist es okay, wann kann es sich alleine retten und wann wird es auch Zeit, einzugreifen. Mitgefühl. Wer kann besser, wie kann ich Mitgefühl besser ausdrücken als über Mutter Teresa? Ich habe mit Absicht die Worte Mitgefühl auseinandergeschrieben, also Empathie und Mitgefühl ist für mich sehr ähnlich. Mitgefühl zuhören, Mitgefühl mit einem anderen Menschen Zeit verbringen, Mitgefühl kochen. So, hier geht es darum, mit deinem inneren Kind mitzufühlen, nicht mitzuleiden. Viele Menschen haben Mitleid mit sich selbst. Das passiert, wenn Mitgefühl mit Mitleid verwechselt wird oder wenn dieser Aspekt Mitgefühl überhaupt noch nicht integriert ist. Mitgefühl hat sehr viel mit dem Aspekt emotionales Fließen zu tun. Wenn du dich emotional fließen lassen kannst, wird es dir einfacher fallen, Mitgefühl zu entwickeln und nicht Mitleid. Warum? Weil du weißt, du nimmst die Emotionen von deinem inneren Kind, meinetwegen auch von der Dualseele auf. Das ist ja etwas, was passiert. Du hast diese telepathische Verbindung. Das heißt, du Empathie ist in der Nähe, Telepathie ist aus der Ferne. Das heißt, du fühlst oft, wie es deiner Dualseele, deinem Seelenpartner geht. Lass die Gefühle kommen ohne Bewertung und lass sie wieder gehen. Das ist Mitgefühl. Also du hast dieses Mitgefühl, du brauchst dieses Mitgefühl sowieso bei deinem Seelenpartner, um bei dir bleiben zu können. Das heißt, du lässt die Gefühle eines anderen Wesens, in dem Falle kopple ich jetzt mal das innere Kind ab, durch dich durchfließen. Du lässt auch die Gefühle von deinem Seelenpartner durch dich durchfließen. Und das Spannende ist ja, dass ich glaube, dass das innere Kind vom Dualseelen eins ist. Also wenn du eine Dualseele hast, habt ihr ein inneres Kind mit einer Wunde. Jeder geht anders um mit dieser Wunde. Das heißt, wenn dein inneres Kind gerade tangiert wird, ist es euer inneres Kind.
So, ihr seid Vater und Mutter für dieses Kind und dein Dual spiegelt dir sehr viel über den Animus oder die Anima, je nachdem, ob dein Dual männlich oder weiblich ist. So, der zeigt dir im Grunde, wo bei dir was fehlt, wo bei dir was im Argen liegt. Also, das ist übrigens sehr spannend, da mache ich mal ein anderes Video. Mitgefühl. Du leidest nicht, du bemitleidest dein Kind nicht, sondern du fühlst. Du fühlst, wie es dem gerade geht. Du bist da. Jetzt gibt es feinen Tee. Willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu diesem Aspekt, denn hier geht es um das Einladen, um das Willkommen heißen. Das machst du natürlich auch, wenn du Gäste hast. Aber hier geht es vor allen Dingen um das Willkommen heißen deines inneren Hosenscheißers. Das heißt, es ist gerade traurig, es hat die Schnauze voll, es tobt. Und du bist da, du machst ihm seinen Lieblingstee, stellst ihm Fanta oder Cola hin oder seinen Lieblingskakao oder Milch mit Honig, was auch immer dein inneres Kind gern trinkt. Paar gute Plätzchen dazu. Imaginär natürlich. Und du setzt dich zu diesem Kind. Und du hörst einfach zu. Du hörst zu, was dieses Kind dir zu berichten hat. Du bist einfach für dieses Kind da. Du lädst es ein, anzukommen. Schokoladeneis. Also stell dir doch dein inneres Kind wirklich auch mal so vor. Also vielleicht hast du Kinderbilder, wie du früher ausgesehen hast und am besten wirklich so mit Händen voller Dreck oder Schokolade oder wie du als Kind halt noch warst oder vielleicht auch sein durftest. Hier geht es um das Nachgeben. Nachgeben aus der Fülle heraus. Fülle war der zweite Aspekt, glaube ich. Und hier geht es darum, dass dein inneres Kind ab und an über die Stränge schlagen darf. Und damit meine ich, du weißt, dass es nicht sinnvoll ist, sich wieder beim selben Partner oder bei diesem Mensch zu melden, der im Grunde gerade gar nichts für dich tut, der dich mit dem Arsch anschaut oder nicht anschaut, wie auch immer, der einfach irgendwo grausam ist. Aber du als Mutter weißt, dass es nicht drauf ankommt, wenn dein innerer Hosenscheißer sich jetzt nochmal meldet, weil du weißt, dass du da bist, wenn dein inneres Kind heult, wenn es wieder enttäuscht ist, wenn es verzweifelt ist, wenn es nicht weiter weiß. Du hast die Aspekte schon integriert und du denkst dir, ach, sollst doch nochmal das Telefon in die Hand nehmen und den Typen anrufen. Ich bin da. So wie es eine Mutter auch macht, wenn das Kind halt Liebeskummer hat. Es wird halt sagen, du, es kommt wahrscheinlich Scheiße raus, aber ich bin da für dich. Wenn du mich brauchst und sie gibt nach. Ja, sie beharrt nicht auf ihrem Recht. Sie gibt nach, wenn sie weiß, es wird gerade nicht viel passieren. Öffnen. So, und da habe ich ein Herz genommen im Hintergrund. Mit einer offenen Türe. Und ich höre so oft, oh Margret, warum kommt bei mir die Liebe nicht? Mein Herz ist offen. Und ich habe es schon so oft im Video gesagt. Wie offen ist dein Herz wirklich? So stell dir vor, diese Türe da hinten wäre eine Flügeltüre und die hätte zwei Flügel. Der eine Flügel ist offen für die schönen Gefühle, für Ekstase, für Nähe, für Freude, für gemeinsam geteiltes Glück. Aber wie ist es mit Verzweiflung, mit Wut, mit Traurigkeit, mit Frust, mit Distanz, mit dem Gefühl von Distanz, wenn dich jemand auf Abstand hält, wenn jemand nicht reagiert, wenn dich jemand kalt stellt? Ist diese Flügeltüre des Herzens offen? Und wieso haben wir zwei Herzkammern? Für mich ist das ein unglaublich schönes Bild. Und frag dich einfach, ist die Türe meines Herzens wirklich sperrangelweit offen? Bei diesem Aspekt geht es genau um das. Es geht darum, dass du als Mutter dich öffnest erstmal für jedes Gefühl deines inneren Kindes.
Und wenn du dich für jedes Gefühl deines inneren Kindes öffnest, dann öffnest du das Herz deines inneren Kindes für dich. Und wenn du das Herz deines inneren Kindes für dich öffnest, muss dein inneres Kind nicht mehr nach Ablenkung suchen. Es muss nicht mehr tillen zum Seelenpartner, weil du da bist. Verstehst du, dass diese ganze Sucht, Flucht vor dir selbst stattfindet, weil die Mutter nicht für ihr inneres Kind da ist? Zum Vater kommen wir dann am Vatertag. Also das ist zu verstehen. Öffne dein Herz, ob es um dein inneres Kind geht oder um jeden Menschen. Öffne dein Herz für jedes Gefühl. Fange an, dich mit Menschen länger auseinanderzusetzen, die dich triggern, die Scheißgefühle in dir zum Vorschein oder zum Brunnen bringen. Sei da. Öffne dich für die Scheißgefühle und für die Menschen, die diese Scheißgefühle in dir auslösen. Und du wirst eine Liebe erleben, von der du jetzt noch nicht träumen kannst. Geschehen lassen. Halleluja. Du siehst schon, wir könnten uns jetzt mal in diese Pose setzen. Ich kann das hier auf meinem Sessel. Stell dir vor, da draußen tobt der Sturm. Jemand triggert dich. Jemand trampelt auf dir rum. Jemand macht dich fertig. Jemand mobbt dich. Jemand beachtet dich nicht. Jemand hält seine Versprechen nicht ein. Und du fühlst das alles nur. Du änderst nichts daran. Du bleibst bei dir. Das ist geschehen lassen. Und damit heilst du dein inneres Kind. Geschehen lassen, geschehen lassen, geschehen lassen. Fliehe vor keinem Umstand mehr. Lasse ihn geschehen, denn durchs Geschehen lassen wandelt er sich von selbst. Ha, hier habe ich keinen Text eingebaut. Wir sind beim Miteinander teilen. So, die beiden hier, die beiden Schnuckis da, die teilen ihr Eis oder er teilt sein Eis mit ihr. Miteinander teilen kannst du Nahrung, Informationen. Ja, ich glaube, das ist es. Du kannst ein Gefühl teilen, Erinnerung, aber das ist auch Information. Also es geht wirklich um dieses Teile, was du bist mit einem anderen Menschen. Und hier geht es erstmal um dein inneres Kind und natürlich dann auch um die Menschen, die mit dir sein sollen, mit dir sein wollen. Also versuche nicht, dich immer wieder am Seelenpartner zu orientieren, der gerade überhaupt nichts mit dir teilen will, sondern gehe zu diesen Menschen, teile deine Liebe, deine Nahrung, deine Zeit und dein Wissen, deine Geschichten mit Menschen, die mit dir sein wollen. Und damit machst du das innere Kind glücklich. Und in Zeiten von Corona kannst du das zum Beispiel über Zoom-Calls, wenn ihr euch nicht treffen könnt, über Telefonate, über liebevolle Videobotschaften. Und das war auch schon der letzte Aspekt. Ich komme hier nochmal zum ersten Bild zurück, um dir zu sagen, ehre die Mutter in dir an jedem einzelnen Tag und ehre deine leibliche Mutter, denn deine leibliche Mutter, du musst nicht mit ihr sprechen persönlich. Du kannst sie ehren, indem du jetzt an sie denkst, indem du ihr jetzt liebevoll in Gedanken Danke sagst. Denn deine leibliche Mutter gibt dir sehr viel Hinweise über deine innere Mutter. Sie ist nur eine Projektion. Sie ist ein wichtiger Teil deiner Geschichte. Ich wünsche dir einen wundervollen Muttertag.